Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Renas Live. Heute habe ich ein kleines, feines Disney-Update für euch. Und zwar die DVD von Vaiana ist da. Das Paradies hat einen Haken. Also ich finde den Titel irgendwie ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall, ich habe euch schon mal erzählt, wir haben ihn schon im Kino gesehen. Der Film war bombastisch cool. Also ich fand ihn mega. Und ich finde auch ziemlich cool, dass Maui hier von Andreas Borani gesprochen wird, falls das jemand nicht wusste. Aber die Synchronsprecherin von ihr kenne ich jetzt nicht wirklich. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass Moana eigentlich der Originaltitel ist und eigentlich nur geändert wurde in Vaiana, weil wenn man Moana googelt, dass da eine Pornodarstellerin erscheint und Disney das eigentlich nicht wollte, dass man dann eben als Kind, wenn man das so eingibt, eben eine Pornodarstellerin sieht. Deswegen hat Disney zum Beispiel halt in Deutschland und ich glaube auch in anderen Ländern den Titel in Vaiana umgeändert. Aber ich glaube, in Amerika ist es nach wie vor so, dass der Film noch Moana heißt. Naja, ich finde Vaiana auch irgendwie schöner, bin ich ganz ehrlich. Ja, wer kennt den Film? Auf jeden Fall, ich finde ihn ziemlich cool. Und ich glaube, er ist vor 2 Wochen erschienen oder vor einer Woche. Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, letzte Woche. Ja, auf jeden Fall ist er nur verpackt. Aber es gibt definitiv einen Kinoabend damit. Und ich finde auch den Song, gesungen von Helene Fischer, sehr, sehr schön. Auch wenn eigentlich Helene Fischer jetzt nicht so meine Musik ist. Aber ja, ich finde den Film auf jeden Fall sehr schön und eine schöne Story. Einfach um ein Mädchen, das eigentlich auf der Insel, auf der sie lebt, sich gar nicht so wohl fühlt. Und ich weiß gar nicht, wie das Ding nochmal heißt, was sie sucht. Ja, auf jeden Fall trifft sie halt auf den Halbgott Maui und sie hat halt die Gabe, dass sie da mit dem Wasser so kommunizieren kann. Und ja, also ich finde das auf jeden Fall sehr schön, aber das Ambiente so mit Insel und Palmen und erinnert mich doch schon sehr an Lilo und Stitch, oder? Also so an Hawaii. Also ich denke da irgendwie schon ein bisschen an Lilo. Aber ich finde, der Film ist auf jeden Fall wert, ihn zu schauen. Wenn ihr es noch nicht im Kino gesehen habt, dann kauft euch auf jeden Fall die DVD oder Blu-ray und schaut da mal rein. Ich will euch ja auch nicht zu sehr spoilern. Noch dazu ist bei mir der Film jetzt echt schon eine Zeit lang her. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!